Und meine Frage ist, seit wann wissen wir denn überhaupt, wo sich hier denn was so genau befindet? Woher, seit wann wissen wir das denn? Und das ist noch gar nicht seit immer der Fall, sondern erst seit ein paar Jahrhunderten. Denn es gab eine Zeit, da haben die Menschen angefangen, große Segelschiffe zu bauen, mit denen man über die ganze Welt segeln konnte. Und warum ist das heute wichtig für unsere Geschichte? Es ist wichtig, weil die Lebensgeschichte von einem Mann namens John Patton damit begann, dass die Welt umsegelt wurde. Wer hat denn schon mal von dem berühmten Captain James Cook gehört? Hand hoch. Ja, doch, gibt auch Filme und hier und da taucht er auf. Achtung, das ist nicht der Captain Hook aus Peter Pan. Das klingt nur so ähnlich. James Cook, das war ein Südsee-Abenteurer und er war auf dem Weg, ich zeige euch das mal kurz, das kann man ja wunderbar erkennen, vor allem von ganz hinten. Hier ist Australien und hier ist Neuseeland und hier war eine Gruppe von ungefähr 80 Inseln. Und diese Inselgruppe heißt heute Vanuatu. Und dieser Captain James Cook war der Erste, der diese Inseln auf eine Karte gezeichnet hatte. Und viele, viele Jahre später wurde ein Mann geboren, der dadurch von diesen Inseln wusste. 1824 wurde in Schottland ein Mann namens John Patton geboren. Und ich möchte heute über diesen Mann sprechen, weil das ein biblisches Gebot ist. In Hebräer 11, Vers 4 heißt es, und da ist die Rede von Abel, und durch seinen Glauben redet Abel bis heute zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Gott spricht heute durch das Leben seiner Söhne und Töchter, die bereits gestorben sind. Und wir haben den biblischen Auftrag, auf diejenigen zu sehen und diejenigen als Vorbilder des Glaubens zu nehmen, die bereits ihren Lauf vollendet und heimgegangen sind zum Herrn. Und das ist unter anderem John Patton. Er traf mit jungen Jahren, mit 12 Jahren, um genau zu sein, heutzutage undenkbar. Heute sind die meisten mit 25 noch nicht als Männer zu bezeichnen. Er hat mit 12 Jahren die Entscheidung getroffen, und nicht nur die Entscheidung getroffen, sondern einen starken Ruf Gottes wahrgenommen auf seinem Leben, dass er Missionar werden sollte. Und er fasste diese Inselgruppe namens Vanuatu ins Auge. Er wusste nur, dass es dort eingeborenen Völker gab auf diesen Inseln. Jemand, ein Bruder des Glaubens, wollte ihn davon abhalten, das zu tun. Patton war überzeugt, in keinem anderen ist das Heil. Und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden, außer Jesus. Sie müssen von Jesus hören, koste es, was es wolle. Und Mr. Dixon schrieb ihm oder sagte ihm, ich weiß nicht, wie er das vermittelt hat, das war vermutlich ein ältester Pastor in seiner Gemeinde, er sagte, die Kannibalen werden dich verspeisen. Und ich weiß, hier sind viele Kinder anwesend, ich nenne nur das Wort Kannibalen und ihr Eltern müsst dann für euch so entscheiden, ne? Wann ist das Alter da, das Ganze so ein bisschen zu erläutern, was das denn bedeutet. Wobei es doch einige Hinweise hier gibt. Ich bin allerdings, und das ist jetzt nicht spaßig gemeint, ich bin allerdings der Überzeugung, ihr Lieben, es gibt kein biblisches Mandat vor den Kindern, die Realität fernzuhalten. Natürlich, es gibt gewisse Altersstufen, wo erst gewisse Inhalte verstanden werden können. Natürlich, wir müssen sensibel sein, wir müssen weise sein. Aber ich kann euch sagen, meine dreijährige Tochter, ich habe mit ihr schon sehr viel über das Sterben gesprochen. Und sie hat verstanden, um was es geht. Und sie ist nicht irgendwie seelisch krank oder so. Ich habe eher das Gefühl, es gibt ihr Stabilität. Und es zeigt ihr auch, wer Jesus ist und wie wichtig Jesus ist. Und deswegen nehme ich auch heute eine Geschichte, wo es ernste Szenen gibt. Und das sage ich auch euch, ihr lieben Kinder. Und ich nehme auch diese Geschichte, um uns zu zeigen, wer mit Gott lebt, der kann Gewaltiges erleben. Und so kam es, dieser Mr. Dixon sagte, die Kannibalen werden dich verspeisen. Und er sagte das mit gutem Grund, denn man wusste, 19 Jahre bevor John Patton dorthin ging, gab es bereits 2 Missionare, nämlich John Williams und James Harris. 2 Brüder von unserer geistlichen Familie. Sie sind mit einem Schiff dort abgesetzt worden und binnen Minuten waren die eingeborenen
am Ufer des Meeres, sie wurden getötet und der Rest wurde vom Schiff aus beobachtet. Wie reagierte John Patton auf diese Tragödie? Er schrieb Folgendes darüber, haltet euch fest. So war also Vanuatu bereits getauft mit dem Blut von Märtyrern. Als hätte Christus uns allen dadurch sagen wollen, dass er diese Inseln nun als sein eigen beansprucht hat. Das war für ihn kein Signal zu sagen, ich gehe lieber nicht dorthin. Im Gegenteil, er entschied sich, auf genau die Insel zu gehen, wo diese zwei Missionare direkt getötet worden waren, nämlich auf die Insel Tana. Er schrieb als Antwort auf Mr. Dixons Bedenken Folgendes. Und es zeigt uns so ein bisschen, was für ein Typ dieser John Patton war. Mr. Dixon, Sie selbst sind bereits im fortgeschrittenen Alter. Sie werden schon bald zu Grabe getragen werden und kurz darauf werden sich die Würmer an Ihnen laben. Daher sage ich Ihnen ganz offen, wenn ich im Dienst für den Herrn Jesus sterben würde, so würde es für mich keinen großen Unterschied machen, ob sich nun die Würmer oder die Kannibalen an mir laben. Und wenn der große Tag der Auferstehung kommt, wird mein Körper genauso auferstehen wie der Ihre in der Gleichheit unseres Herrn. Im November 1858 landete er auf der Insel Tana mit seiner Frau, die schwanger war. Es war eine fremde, neue Welt. Und wir müssen uns bewusst machen, er hat einen guten Job. Er war ein Stadtmissionar und dieser Dienst brachte gewaltige Frucht. Viele Menschen kamen, es hat ihm an nichts gefehlt. Und trotzdem, aus Liebe zu diesen Verlorenen, nahm er seine ganze Familie mit unter höchstem Risiko und ging dort auf diese Insel. Keine Verbindung zur Außenwelt, kein Telefon, kein Telegraph, keine Post, keine Anbindung zur restlichen Welt. Kein Strom, kein Geschäft. Man kann nirgendwo Kerzen oder Lampen kaufen, um abends Licht zu haben. Keine Wasserleitungen, keine Polizei, kein Staatswesen, kein Supermarkt, keine Apotheke, kein Krankenhaus. Nur große Ungewissheit und das Wissen um feindlich gesinnte Stämme. Aber die Liebe zu den Verlorenen trieb ihn und seine Frau an. Sie brachten sich selbst als Familie ins höchste Risiko, aber sie waren sich einer einfachen Tatsache bewusst. Ihre Seelen waren sicher in der Hand von Jesus. Und es geht im Endeffekt um die Ewigkeit. Und ob sie nun dort sterben würden oder nicht, sie haben als Zukunft und Heimat den Himmel beim Herrn Jesus und diese eingeborenen Völker nicht. Und deswegen haben sie das auf sich genommen. Im November landeten sie auf Tana. Sie bekamen mehrere Krankheiten, die mit starkem Fieber einherging. Wir wissen heute nicht, was es war. November gelandet, im Februar starb seine Frau und im März starb sein kleiner Sohn, der etwas mehr als einen Monat alt geworden ist. Und darüber schrieb John, lass diejenigen, die je durch solch eine Dunkelheit schreiten mussten, mit mir mitfühlen. Bei allen anderen wäre es mehr als vergeblich, ihnen mein Leid zu beschreiben. Er begrub seine Frau und seinen Sohn bei ihrem kleinen, selbstgebauten Haus. Er blieb für weitere 4 Jahre alleine auf dieser Insel, um die unerreichten Völker für Christus zu erreichen. Er lernte ihre Sprache. Muss man sich mal vorstellen, wie verrückt das ist. Er lernte ihre eingeborenen Sprache, er sorgte für ihnen, er brachte ihnen medizinische Erkenntnisse bei, er lehrte sie viele praktische Dinge, er entwickelte für sie eine Schriftsprache, er übersetzte Teile des Neuen Testaments in ihre Sprache, während er Gottesdienste hielt, predigte und in allerlei Diensten aktiv war. In diesen 4 Jahren war er wortwörtlich hunderte Male in Lebensgefahr. Es gibt eine 3-bändige Biografie, die er selbst geschrieben hat. Und da kann man das nachlesen. Es gibt auch eine deutsche Biografie vom CLV Verlag, kurzer Trigger. Das könnt ihr übrigens kostenlos als PDF bei clv.de runterladen. Einfach John Patton angeben und dann könnt ihr das selbst nachlesen. Das ist gewaltig. Hier ein paar Berichte von seiner Handschrift aus dieser Zeit. Und es geht jetzt hier, damit ihr das direkt wisst, da taucht jemand auf namens Cluther. Cluther war sein Hund.
Ein schottischer Terrier. Ich habe das mal gegoogelt. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein Ungestüm gewesen. Aber das war so ein kleines Hündchen. So ähnlich wie so ein Cäsar. Die heißen gar nicht Cäsar, oder? Diese aus dieser Hundewerbung, diese weißen Kleinen, die dann noch so einen Bart haben. Ne? Jedenfalls, so ein kleines Hündlein war das. Ja? Und dann schreibt er hier, die anhaltende Gefahr brachte mich dazu, oft mit Kleidern schlafen zu gehen, sodass ich im Moment der Gefahr bereit wäre. Mein treuer Hund Cluther warnte mich immer durch ein scharfes Knurren und weckte mich auf. Irgendwie brachte Gott die Eingeborenen dazu, diese kleine Kreatur zu fürchten. Und sehr oft erwies sich dieser Hund als Lebensretter. Und er preist in seinen Tagebüchern einfach Gott für diesen Hund. Und ich musste dann auch nachdenken, es gibt ja bestimmt Familien hier, die darüber noch die Diskussion führen, Hund ja, Hund nein. Ich gebe der einen Partei heute ein Argument, sage ich mal, ne? Also, aber tut mir leid, ja, ich will keine Familienstreitigkeiten auslösen. Bei einer Begebenheit war er von den Eingeborenen in seinem Haus komplett umzingelt. Und sie riefen sich gegenseitig zu, dass doch endlich jemand den tödlichen Schlag auf diesen John Patton setzen sollte. Sie motivierten sich, ey, Schlag, Schlag, Schlag. Aber keiner schlug. Und dann schreibt er über diese Begebenheit, mein Herz hob sich zum Herrn Jesus empor. Ich wurde mir bewusst, dass Jesus da war und alles mit ansah. Da kam Friede über mich wie eine Welle Gottes. Mir wurde bewusst, dass ich absolut unsterblich war, so lange, bis das Werk, das mein Meister mir gegeben hatte, vollendet war. Und an anderer Stelle schreibt er, da hielt jemand bereits ein Messer an seine Kehle und wollte ihn töten. Und er hatte in dem Moment ebenfalls Frieden im Herzen. Und er schrieb dann, mir war bewusst, dass die durchbohrte Hand meines Herrn Jesus erst seine Hand loslassen muss, bevor er zustechen kann. Und auch da kam er unverletzt davon. Es gab eine ähnliche Situation. Und da schreibt er, eines Morgens fand ich mich umzingelt von bewaffneten Männern. Einer der Häuptlinge ließ mich von außerhalb des Hauses wissen, dass sie gekommen sind, um mich nun zu töten. Als ich mir bewusst wurde, dass ich ihnen völlig ausgeliefert war, kniete ich nieder und gab mich selbst mit Körper und Seele dem Herrn Jesus, da dies nun, wie so oft schon, mein letzter Moment auf Erden zu sein schien. Dann ging ich zu ihnen nach draußen und begann, mit ihnen in ruhiger Weise darüber zu sprechen, wie unfreundlich sie doch zu mir waren im Angesicht all dessen, was ich für sie getan hatte. Schließlich erhoben sich einige ihrer Häuptlinge und sagten, unser Umgang mit dir war wirklich böse, aber von jetzt an werden wir für dich kämpfen und alle töten, die dich hassen. Über diese Zeit, über diese 4 Jahre auf Tana kann man Folgendes kurzfassend sagen. 14 Mal hatte er schwerste, fieberhafte Krankheiten und war dem Tode nah. Hunderte Male war er in Lebensgefahr. Und die Einwohner hatten oft versucht, ihn zu töten. Es gab am Ende seines Dienstes kaum, zwar nicht keine, aber kaum Bekehrte. Und er musste letztendlich fliehen, er wurde von der Insel vertrieben. Damals verstand er nicht, warum es gefühlt so ein Scheitern gewesen ist. Damals verstand er es nicht. Später verstand er es, aber dazu später. Das Interessante ist, 4 Jahre später ging er auf eine andere Insel, nämlich auf die Insel Aniwa, auch eine Insel von Vanuatu. Und dort verlief es komplett anders. Er hatte eine neue Frau und er bekam auch weitere Kinder. Und nach 15 Jahren auf der Insel Aniwa konnte er Folgendes sagen. Ich habe ganz Aniwa für Jesus eingefordert. Und durch Gottes Gnade betet Aniwa nun zu den Füßen Jesu an. Die ganze Insel ist zum Herrn Jesus gekommen und hat sich bekehrt. Die ganze Insel. Und ironisch, fast schon ironischerweise, ist dieser Mann im Alter von 82 Jahren gestorben. So ein bisschen wie Paulus. So oft kurz vor dem Tod. Und so starb er als alter Mann, lebenssatt, 1907,
Bevor wir uns fragen, und damit komme ich schon zum letzten Teil, bevor wir uns fragen, was ist die Botschaft seines Lebens an uns, möchte ich noch einen Aspekt seines Lebens herausgreifen, in dem Bewusstsein, dass wir heute so viel Familien hier haben, Kinder und Eltern. Denn ein entscheidender Einfluss, der dazu beitrug, dass er Missionar wurde, war sein Vater. Und diese Botschaft ist an euch und an uns Väter, aber auch an uns Eltern. Er sah in seinem Vater einen echten Mann und einen lebendigen Glauben an den Herrn Jesus. Es gab in ihrem Familienhaus ein kleines Zimmer. Und dieses Zimmer hieß schlicht und ergreifend das Kämmerlein. Es war ein Raum, der abgesondert war fürs Gebet. Muss man sich mal vorstellen, ne? Wenn wir heute Wohnungen, Häuser kaufen, was gibt es da für Räume? Da würden wir darüber nachdenken, ob wir einen Raum zur Anbetung, zum Gebet nehmen würden. Jedenfalls gab es diesen Raum und sein Vater ging nach jeder Mahlzeit, nach dem Frühstück, nach dem Mittag und nach dem Abendessen in diesen Raum, kniete dort nieder und ließ dort seine Stimme zum Herrn erschallen. Und seine Kinder konnten hören, wie er gebetet hat. Und er schrieb darüber viele Jahre später, wie sehr die Gebete meines Vaters mich damals beeindruckten, kann ich nicht beschreiben, noch könnte es ein Fremder verstehen. Wenn er sich bei unseren Familienandachten zum Gebet hinkniete und wir um ihn herum, schüttete er seine ganze Seele vor Gott aus mit vielen Tränen, dass sich doch die Heidenvölker zu Gott bekehren und dem Herrn Jesus dienen würden. Und er brachte alle persönlichen Anliegen und die der Familie vor Gott. Während dieser Zeit, wenn er betete, fühlten wir uns, als stünden wir in der Gegenwart des lebendigen Retters. Und so lernten wir ihn lieben als unseren göttlichen Freund. Was für einen Glauben sehen deine Kinder in deinem Leben? Jahre später entschied sich schließlich John Patton, nach Glasgow zu gehen, um dort an eine Missionarsschule, an eine Bibelschule zu gehen. Und der Weg, nicht bis nach Glasgow, sondern bis zum nächsten Bahnhof, war 65 Kilometer. Den musste er zu Fuß gehen. Und zu Beginn begleitete ihn sein Vater auf diesem Weg. Und darüber schreibt er Folgendes. Mein geliebter Vater begleitete mich während der ersten 10 Kilometer auf dem Weg. Seine Ratschläge und Tränen und die Unterhaltungen über göttliche Dinge auf diesem Weg zu unserer Trennung sind in meinem Herzen gegenwärtig, als wäre es gestern gewesen. Und genau wie damals fließen mir heute die Tränen, wenn meine Erinnerungen mich dorthin zurücktragen. Während des letzten gemeinsamen Wegabschnitts gingen wir nebeneinander in fast ungebrochenem Schweigen. Mein Vater hielt wie immer seinen Hut in der Hand. Seine Lippen bewegten sich in stillem Beten für mich. Jedes Mal, wenn wir uns anschauten, sah ich die Tränen meines Vaters herunterfließen. Wir erreichten den Punkt, von dem ich aus alleine weitergehen würde. Mein Vater nahm meine Hand, drückte sie fest und sagte voller Liebe, Gottes Segen sei mit dir, mein Sohn. Und möge der Gott deines Vaters mit dir sein, es dir gelingen lassen und dich vor dem Bösen bewahren. Ich war nicht in der Lage, ein weiteres Wort zu sagen. Wir umarmten uns mit Tränen und trennten uns. Ich rann so schnell ich konnte. Und als ich ihm nicht länger im Blickfeld war, musste ich stoppen und ich weinte für eine Zeit. Und jetzt kommt der Satz. Als ich meinen Weg wieder aufnahm, gab ich mir selbst immer wieder das Versprechen, so zu leben und zu handeln, dass ich niemals eine Enttäuschung oder Unehre sein würde für solch einen Vater. Die Liebe zu Jesus war sein erster und stärkster Antrieb und vielmehr noch die Liebe von Christus. Aber die Liebe, die sein Vater in sein Leben hat fließen lassen, das war ihm auch ein Kraftansporn zu sagen, so einen Vater will ich niemals enttäuschen. Was lernen wir aus seinem Leben? Erstens, Eltern können unfassbare Spuren im Leben ihrer Kinder hinterlassen. Und ich will das positiv als Ermutigung sagen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Väter
berührt gewesen sind von dieser letzten Begegnung mit dem Vater und sich sagen, ach Mensch, ich würde auch gern so ein Vater für meinen Sohn sein. Und ich will dir sagen, genauso wie ich es mir selbst sage, so ein Vater wirst du nicht, indem du es dir vornimmst. So ein Vater wirst du, indem du dich dem himmlischen Vater völlig mit deinem ganzen Leben hingibst und auslieferst. Denn er formt solche Väter und Mütter. Dieser Vater war so ein Vater durch seine Gebete, durch die Zeit in der Gegenwart des perfekten, vollkommenen Vaters. Das hat auf ihn abgefärbt. Das ist über ihn gegangen wie eine Welle aus dem Himmel. Und so möchte ich uns aufrufen, über unsere vergangenen Fehler dürfen wir einfach Buße tun, zum Herrn umkehren und er vergibt uns Eltern für unsere Sünden. Aber du darfst nach vorne sehen heute und wenn du davon bewegt bist, dann gib dich dem himmlischen Vater hin. Er formt wirklich solche Väter und Mütter. Zweitens, was wir daraus lernen, oft verstehen wir Gottes Handeln für den Moment überhaupt nicht. Und vielleicht bist du gerade in so einer Situation. Die ersten 4 Jahre, die waren eigentlich nur die Botschaft, ich bin gescheitert, meine Familie ist dort begraben und ich werde nie wieder dort sein. Und kaum Frucht für das Reich Gottes. Aber hinterher sah er, was sich dadurch ereignet hatte. Denn die 4 Jahre nach der Insel Tana ging er herum und machte Werbung und ermutigte die Gemeinden hin zur Mission. Und da erzählte er von dem, was er erlebt hat. Und interessanterweise, sein Scheitern spornte hunderte junge Missionare an, diese Inseln zu stürmen, sodass die Langzeitauswirkungen von seinen 4 Jahren Scheitern auf Tana nun sind, dass heute, während ich zu euch spreche, 81% dieser Bevölkerung sich zum Christentum bekennt. 81%! Drittens, viele unserer Probleme heute sind absolute Luxusprobleme und wir sollten anfangen, sie als solche zu sehen. Und ich möchte niemanden einfach persönlich angreifen. Ich möchte das vielmehr als Gottes Botschaft sagen. So viele Gespräche, die ich in der Gemeinde führe, und ich selbst bin der größte Sünder, keine Frage, aber ich möchte das einfach auch beim Namen nennen. Weil das Wort Gottes eckt auch an uns an und das Wort Gottes korrigiert uns. In so vielen Gesprächen höre ich so viel. Ich und mir gefällt das nicht und der hat das über mich gesagt und da will ich mich nicht so drauf einlassen und lauter solche Sätze. Und ich sage euch ganz ehrlich, manchmal würde ich darauf am liebsten Folgendes sagen. Okay, und jetzt geh bitte hin und stirb für diesen Bruder oder diese Schwester oder diese Gemeinde, über die du so viele Beschwerden hast. Stirb für sie! Hab mehr Blick auf die Ewigkeit, Bruder, Schwester. Schau auf diesen Bruder des Glaubens und lerne von ihm. Ich sage das wirklich in Liebe. Bitte nehmt das an. Diejenigen, die das betrifft. Und mich betrifft das genauso. Da ist so viel Ego noch in meinem Herzen. Aber lasst uns das nicht in Schutz nehmen, sondern vielmehr opfern auf dem Altar unserer Anbetung und sagen, Herr, dein Ergeben. Und dir gehört alles und dir gehöre ich. Viertens, Jesus nachzufolgen bedeutet, sein eigenes Leben in den Tod zu geben. Egal, ob du das auf der Mission machst, wortwörtlich, indem du dort umkommst für den Herrn, durch Krankheit oder durch Gewalt, aber genauso, wenn du in Westeuropa, hier in der modernen Wohlstandsgesellschaft lebst. Es bedeutet zu sterben. Und interessanterweise, ich habe Bibelverse gelesen und dann ist mir aufgefallen, dass jedes Evangelium, alle 4 Berichte, wollen diese Botschaft klar machen an ihre Leser. Und wenn alle 4 Evangelien das Gleiche sagen, dann hat das einfach Gewicht. Matthäus sagt es, Kapitel 16, 25. Denn wer sein eigenes Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Markus 8, 35, zweites Evangelium. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert für mich und um des Evangeliums willen, wird es retten. Lukas 17, 33. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Johannes 12, 25, wer sein Leben liebt, verliert es.
Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Alle sollen es hören und wissen. Bekehrung bedeutet Selbstaufgabe, Selbsthingabe, sich selbst loslassen im Angesicht dieser Liebe, mit der Gott dich geliebt hat, dass du sagst, dieser Liebe vertraue ich voll und ganz, dieser Liebe gebe ich mich völlig hin. Ich habe keinen Grund, auch nur einen Atemzug vor dieser Liebe zurückzuhalten. Gott hat mir Millionen Gründe gegeben, ihm zu vertrauen und keinen Grund, ihm zu misstrauen. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns hingegeben hat, wie wird er mit seinem Sohn nicht zusammen auch alles andere schenken, was wir brauchen? Deshalb höre es doch und beginne eine neue Nachfolge. Stirb heute hier im Gottesdienst. Gib dein Leben für Jesus auf. Gib es hin. Dann findest du es. Dann rettest du es. Dann erhältst du es, und zwar aus der Hand Gottes. Denn ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, Leben in ganzer Fülle. Bekehre dich heute zu dem Herrn, wenn du seine Stimme heute hörst. Verstock dein Herz nicht, denn er ist ein guter Herr. Komm heute zu Jesus. Gib ihm dein Leben. Und ich sage das allen Kindern, die anwesend sind. Kinder, dieser Jesus ist so voller Liebe und er möchte, dass wir unser ganzes Leben für ihn geben. Nicht einfach mit ihm leben, sondern wir gehören Jesus und dann gib dich selbst Jesus. Und das Letzte, das, was uns an dieser Lebensgeschichte bewegt, ist letztendlich nicht John Patton, sondern Jesus Christus. Ich sage das bei jeder Biografie, über die ich spreche. Weil wir nicht John Patton von dieser Kanzel predigen, sondern wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Denn dieser John Patton war genauso verloren wie jeder andere Mensch. Er war genauso verloren wie diese eingeborenen Völker, bevor Jesus ihn nicht in Gnade zu sich gezogen und ihm ein neues Herz voller Liebe, voller Leben gegeben hat, sodass dieser Wunsch aus ihm erwuchs, sich hinzugeben. Das kommt von Jesus. John Patton verließ einen Ort auf der Welt, um zu einem anderen Ort auf der Welt zu gehen. Jesus kam aus einer völlig fremden Welt. Jesus kam aus einer völlig anderen Dimension. Denk daran, woher kam dieser Gottmensch? Woher kam er? Seraphim Tag und Nacht, brennende Engel rufen ihm zu, heilig, heilig, heilig. Und alles im Himmel, nicht aufgrund von Zwang oder Befehl, sondern aufgrund des Anblicks des Sohnes Gottes, des Lammes, das geschlachtet ward vor Grundlegung der Welt. Sie rufen aus freiem Herzen Tag und Nacht, herrlich, Herrlichkeit und Macht und Stärke und Weisheit und Lob und Preis dir allein. Wir beten dich an. Und er kam, er brach sich hinunter in diese Raumzeit-Materie-Welt. Er betrat den Boden dieser Welt aus Liebe zu uns. John wechselte nur geografisch einen Ort, aber Jesus kam aus seiner vollkommenen Welt. John Patton war bereit zu sterben, um diese Heiden zu erreichen, aber Jesus kam, um zu sterben. Und er kam nicht, um zu sterben, weil Menschen ihn dazu bringen. Er kam, um zu sterben, um das Gericht und die Zornesglut eines heiligen Gottes auf sich ganz und gar zu absorbieren, den Becher des Zornes zu trinken, bis auf den letzten Tropfen, damit Menschen, die auf ihn vertrauen, auf diesen, der den Zorn trägt, frei sind von jedem Zorn und nur noch eine Perspektive haben, nämlich die Liebe des Vaters im Himmel, der mit ihnen durch Jesus, durch das vergossene Blut, durch das vollkommene Opfer Frieden geschlossen hat für Zeit und Ewigkeit. Siehe doch die Liebe dieses Gottes. John war bereit, sich dem Zorn der Eingeborenen zu ergeben. Jesus war bereit, sich dem ewigen Zorn Gottes völlig auszuliefern. Und er gab sich für dich und mich hin. Oh, wie sehr liebt uns unser Herr Jesus. Was hat er auf sich genommen? Worte können es nicht fassen. Du und ich, wir haben keine Ahnung, von was wir reden, wenn wir von der Zornesglut Gottes sprechen. Wir haben keine Ahnung, wenn wir ehrlich sind. Aber
wir bekommen vielleicht einen winzigen Eindruck, wenn wir uns einfach bewusst machen, dass Gott sagt, selbst eure gerechten Taten sind vor meinen Augen wie beschmutzte Kleider. Selbst wenn du hier in der Anbetung stehst und von dir selbst sagen kannst, ich lobe Gott mit meinem Körper, meiner Kraft, meiner Seele, meinem Atem, so kann ich doch in dem Moment von dir sagen, du betest Gott immer noch nicht an, von ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzer Kraft und ganzem Verstand. Selbst während wir Gott anbeten, muss uns das Blut Jesu reinmachen. Heilig ist unser Gott. Aber durch Jesus sind wir heilig gemacht. Komm heute zu Jesus, lass dich reinigen mit seinem kostbaren Blut. Und er gibt uns ein neues Herz. Ein Herz wie das, was er John Patton gegeben hat. Ein Herz, was nicht länger um das eigene Ego in erster Linie besorgt ist, um das eigene Wohlbefinden, sondern ein Herz, das sich aufmacht, um für den Herrn das Leben hinzugeben, um für ihn zu leben und für ihn zu sterben, um auch letztendlich mit ihm gemeinsam zu herrschen. In Ewigkeit.